So, hallo, liebe Freunde von Essen in Franken. Heute war wir in der Gaststätte in Schweinfurt, von der man eigentlich nur Gutes hört. Das heißt also, wo alle Leute sagen, da müsst ihr mal hin, da könnt ihr gut essen und so, das müsst ihr mal testen. Wir sind also hingegangen, haben die Gaststätte getestet und ich sage euch, wir machen keine Bewertung heute. Weil in dieser Gaststätte, wo wir waren, ist ja wirklich alles schief gegangen, was man sich so vorstellen kann. Also ich habe mir einen Karpfen bestellt und der Karpfen war also noch roh. Also der Karpfen ist gekommen, hat wunderschön ausgeschaut, aber der war also nicht durchgebacken. Der war also wirklich oben am Kamm, war also wirklich noch ja, unbehandelt. Aber vom Geschmack her war er also, ja, ja. Und ich habe mir heute einen Karpfen bestellt. Ja. Ach so. Und einen Salat dazu. Wird mal gut. Dann, ja, die Kollegin, wo also auch Pommes gehabt hat am Teller, die Pommes waren also latschig. Die waren also nicht so, wie man das gerne hätte. So wie ein knusprig oder so, Fehlanzeige. Und war, der Karpfen war tot, das war. War für die Katze. Ich habe das auch reklamiert und ich sollte den Karpfen auch umsonst bekommen dann, was ich nicht gemacht habe, weil wir bezahlen unsere Sachen. In dieser Gaststätte ist wirklich alles schief gegangen. Weiß nicht, lag es daran, dass man uns erkannt hat, dass man gesehen hat, die wollten sie besonders anstrengen, also ist ganz sogar daneben gegangen, oder lag es einfach daran, dass einfach mal ein schwarzer Tag war in dieser Gaststätte. Also diese Gaststätte werden wir nicht bewerten. Wir haben ausgemacht, wir besuchen die Gaststätte noch einmal. Irgendwann, wenn sie nicht wissen, wann wir kommen, sind wir noch mal da und dann werden wir diese Gaststätte noch mal testen. Also, weil das wäre wirklich jetzt vernichtendes Urteil gewesen. Also gut, ich bedanke mich, dass ich heute auf diesen Test mal verzichten und ich hoffe, das nächste Mal können wir wieder etwas Besseres, einen besseren Test vorlegen, einen besseren Test filmen, einen Test, der euch wieder Freude bereitet. Also gut, bis zum nächsten Mal, SWN.de, SWN.tv, SWN Essen in Franken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja.